Außerdem wird sie das toller. Wusch. Ich hätte trotzdem ganz gerne ein magisches Auge oder so. Wusch. Vor allem sind das nur Skelette, also... so. Da sind noch welche. Weg mit euch. Können eigentlich auch landen. Alle um uns rumstellen lassen. Dann hochfliegen und dann da hinbomben. So, also sacken wir jetzt alle Skelette hier ein. Das können wir auch so halb fliegend machen. Oh. Sehr schön. Komm. Kommt alle her. Versucht uns zu töten. Jo. Kann einfach hier in der Luft fliegen bleiben, ne? Jo. Näher ran. So. Du. Wusch. Das könnte eine Weile dauern. Sternfeuer. Meteorregen. Ich glaube, es wäre sogar einfacher, wenn wir einfach durchgehen würden und zuhauen, oder? Wusch. Vor allem, das bringt nur 10, oh, 10 Gold oder so pro Skelett. Wow, das tat weh. Okay, vorsichtig sein, Gerogon. Das wird peinlich, wenn du jetzt stirbst und 25.000 Gold verlierst. Das sind ganz schön viele Skelette. Oh, verflucht. Verflucht ist nicht gut. Verflucht ist ganz und gar nicht gut. Du, entfluchen. Du, Meteorregen. Du, töten. So. Hey, ich habe einen Geist gehört. So. Müssten wir gleich haben. Also, ja, hey. Ganz viele gelbe Punkte. Wir haben 24.500 Gold. Du, Fluch entfernen. Also, 24.500. Jetzt zacken wir das alles mal ein und gucken, ob sie das irgendwie rentiert hat. Wenn wir denken, wie lange wir da gebraucht haben. Mit zigmal Meteoren schmeißen und durchprügeln, was weiß ich. Oh, 500 bisher. Gleich. ...24.500 am Anfang, 25.500 jetzt. Also ja, so 1.200, 1.300 Gold könnten das gewesen sein. Ist ganz nett, aber es reicht nicht mehr für einen Stufenanstieg. Also lassen wir es rumgespiele und fliegen zum Dorf da. Denn wir wollten ja eigentlich nur hierhin, um... Oh, ein Obelisk. Geht nicht hier drin, okay. Du. Oh. Du. Geteiltes Leben. Du, flieg mal hoch. So. Denn wir wollten eigentlich hier ja nur. Nicht genug Zauberpunkte. Nur NPCs suchen und die Stadt durchforschen nach Dingens. Expertenlehrer für Axt zum Beispiel. Und den Obelisken würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Wo ist der hin? Jungs. Ah, da. Tada, Olaf Vollblö. Weiter. Du, bist du verhext? Nee, du bist ängstlich. Hier ohne Fliegen durchzukommen, muss extrem anstrengend sein.
Oh, und sind wieder neue Geister in der Stadt. Sind die so lange noch hier? Okay. Oh, hey, 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 hey. Was bringst du einfach Mürrim um? Ist nicht sehr nett von dir. So ist wohl der Dämon, ne? Jo. Du, Kraftheilung. Werden jetzt doch echt von so einem kleinen Kram hier verprügelt. Das ist nicht schön. Aber es ist halt viel Kleinkram. Nicht aus Versehen Bürger töten. Nicht aus Versehen Bürger töten. Na, leichter gesagt als getan. Du, Kraftheilung. Vor allem wäre unser Ruf damit wieder vollkommen im Eimer. Oh, der geht weg da. Ich glaube, die Bürger wollen uns sabotieren. Die stehen absichtlich im Weg. So. Also mit Schlafen ist schon mal gar nichts hier. Was wir machen könnten, ist du ein paar Buffs spendieren. So. Weg, 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 weg. Oh. Lay, genau du. Stimme der Kraft. Haben wir jetzt Steinhaut und Segen und Heldentum, alles in einem. Das ist mir irgendwie lieber als ein, zwei Heilzauber noch zu sprechen. So. Wer haut mich da? Du. Weg. So. Ich glaube, das war das Gröbste. Ein, zwei Viecher werden noch leben, aber das ist dann halt so. Windmeister wollen wir nicht. Okay. Also wir fangen hier unten bei den Ställen an. Und gehen dann Reihe um. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Anhänger von Bar, nein. Oh, Geist. Schön, dass du da bist. Koch. Wie geht's? Ratgeber, nö. Das war's hier schon. Problem, das ich sehe, es gibt eine zweite Etage. Schön, dass du da bist. Hier ist kein Haus. Schön, hier ist ein leeres Haus. Ach, hier war der Stall. Was war denn hier? Wie geht's? Zaubermeisterin. Schön, dass du da bist. Meister in Kettenrüstung. Stufe 10. Können beide Damen noch nicht. Kette 4. Kette 4. Daran müssen die noch arbeiten. So, hier waren wir gerade, ne? Ja, okay. Also alles, was hinter mir ist, haben wir schon. Geht's hier rein? Kein bisschen verworren hier. Fassbinder. Ich will kein Fassbinder. Oh, hallo. Meister des sechsten Sinnes. Wie geht's? Suchauftrag. Wie du vielleicht weißt, sind die letzten Mitglieder der Totenbeschwörer-Gilde nach ihrer Niederlage im Thronfolgekrieg nach Burg Darkmoor geflohen. Also die Burg hier oben. Wer weiß, welche üble Zauber sie sich dort haben einfallen lassen, während wir draußen warteten. Ich bin sicher, dass das Buch, welches das Ritual der endlosen Nacht beschreibt und das als Buch der Litsche bekannt ist, auch dorthin gebracht wurde. Wenn das Buch zerstört werden könnte, dann wäre das sicher ein herber Schlag gegen was auch immer sie aushecken. Ich habe bereits mehrmals versucht, das Buch an mich zu bringen, aber die Burg ist zu gut verteidigt. Wenn du das Buch zerstören kannst, dann komme zurück zu mir und ich werde dich persönlich belohnen. Okay, das klingt gut. Wie geht's? Hellseher. Schön, dass du da bist. Meister des Speers. Stufe 8. Und 5000 Gold. Was hast du in Speer? 4. Das sollten wir mal in Angriff nehmen. Schön, dass du da bist. Experte der Axt. Okay. Du siehst ziemlich zerknautscht aus. So, wo ist Avinril Smithers? Was? Averil Smithers war schon Meister der Axt, bevor die meisten von uns geboren wurden, aber er trainiert keine Menschen. Allerdings, wenn du ihm einen besonderen Dienst erweist, dann zieht er es vielleicht in Erwägung, dich zu trainieren. Schön, aber wo ist er? Das ist nicht gut.
Die einzigen Zwerge, die ich weiß, waren die Zwergenmine in Burg Ironfist. Aber da war kein netter Zwerg. Aber vielleicht ist irgendwo da drin ein netter Zwerg, den wir befreien müssen oder so. Ja, okay, wir sind auf jeden Fall schon mal Experte. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Experte des Handelns. Was du siehst, ist alles, was ich habe. Spezialitäten, die ganz schön mau sind. Treffpunkt plus 3, nee. Schön, dass du da bist. Töpferer. Wow. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Armeemeister, nein, nein. Hallo? Wie geht's? Speer. Das Pyramiden-Dungeon. Was? In der Mitte der Drachensandwüste kannst du eine Pyramide finden, die das Grab des Schiffes markieren soll oder so ähnlich. Ich habe die Wüste durchsucht, aber nichts als Drachen und Titanen gefunden. Das heißt nicht, dass die Pyramide nicht da ist, aber ich musste aus der Wüste fliehen, solange ich noch konnte. Ein gefährlicher Ort. Drachen und Titanen. Ja, das klingt wirklich garstig. Oh, warte mal, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Heck. Schön, dass du da bist. Keulenexperte. Bist schon Experte. Bist du auch schon mehr als Experte? Nein. Hast nur 4 Punkte, okay. Hallo. Experte des Handelns. Haben wir nicht gemacht, ne? Ne, haben wir nicht gemacht. Boah. Ich glaube, das war es wirklich an Häusern. Wir sind oben einmal rum, sind hier unten wieder rausgekommen. Wie geht's? Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendeinen komischen Zwerg irgendwo finden. Sonst müsste höchstens noch Konditionsmeister werden. Also Gerogon ist einigermaßen abgedeckt fürs Erste. So, du. Du bist auch abgedeckt. Du bräuchtest nur Schattenmeister. Das können wir halt nicht, weil wir noch nicht böse sind. Und du brauchst Lichtmeister, davor haben wir nur einen Titel. Ja, also Lehrer suchen uns erstmal abgehakt. Das müssen wir nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt unser Geld ausgeben für Zaubersprüche und Stufenanstiege. Du, ich würde gerne schlafen. Ist hier irgendwo ein Hotel? Haben wir keins gesehen, ne? Ich würde ungern hier schlafen. Sorry, komm nochmal einen Tag wieder. Ja, wie viele Zauberpunkte hast du? 8. Na gut, hilft nichts. Schlafen, schlafen. Wollt mir doch alle veräppeln. Da ist auch ein Dämon dabei, der uns instant töten kann. Komm, weck den Rest auf. So, Spuk ist tot. Gespenst ist tot. Und jetzt schlafen. Danke. Oh, da ist jemand verflucht. Geht nicht mehr. Ja. Du. Stadtportal. Neusorbigal. Schlafen, 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 schlafen. Und heilen. Können wir behilflich sein? Möge das so. Mit dir sein. Betrüger, nein. Händler haben wir schon. Lehrling haben wir schon. Brauchen wir nicht. Torfstecher. Lehrer, Flötenspieler. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es hier überhaupt jemanden gab, der mehr Gold brachte. Es kann auch sein, dass ich es mit dem 7. Teil verwechsle. Hellseher. Was machst du? Geht's? 6. Sinn. Okay. Bettler. Schlosser. Bettler, was machst du? Wie geht's? Nichts. Spaßvogel. Händler, ne. Das hieß irgendwas mit Bankier oder so in der Richtung. Philipp, na, nö. Okay. Stadtportal, Freehaven. Stufenanstiege, die jetzt alle günstig sein müssten, weil wir die... Was bist du genau? Die Unterhändlerin haben. Ja, nur noch 1500. So. Stufe 41, 40, 40. 61 Punkte. Ja. Du wolltest.
könnten dir Lernexperte geben. Wenn du eh so viele Punkte über hast. Nee, komm. Wir wollten Axt erhöhen, damit du mehr Schaden machst später. Reduzierte Erholzeit. Angriffsbonus, Angriffsschaden kommt ja später. Ja gut, Axt. Schwert. Lebenspunkte. So, hat er jetzt endlich seine Punkte verballert. Und zwar auch einigermaßen sinnvoll. Du hast Luft und Wasser auf Meister, also 12 Punkte. Was schon mal gut ist. Falle hast auf Meister. Du solltest jetzt Speer und Kette erhöhen, damit du auch deine Kampfhälfte ganz gut steigern kannst. Weil sie ist ja eigentlich Hälfte Krieger, Hälfte Zauberer. Zauberer ist jetzt definitiv, wenn man bedenkt, wie viele Punkte wir investiert haben. Aber Kämpfer nicht so wirklich. Also Speer. Du kannst die Handelsgeschichte mal machen, ne? Und Konditionen. Mach Konditionen.